Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Minecraft-Video. Ja, in diesem Video wollte ich euch einen kleinen Geheimunterschlupf zeigen, den ich jetzt vor einer Weile gebaut habe. Ich habe schon mal so ein Video vor einer Weile gemacht, aber da fehlten so ein paar wichtige Gebrauchsgegenstände, wie zum Beispiel der Enchantment-Table und die Ender-Chest, die erst später dazu kamen. Und ja, das wollte ich jetzt alles mal in dem Video vorstellen und auch so ein kleines Tutorial anhängen, in dem ich das alles noch ein bisschen erkläre. Gut, im Groben habe ich so einen Geheimunterschlupf unter der Erde gemacht, wo ich wirklich alle Gebrauchsgegenstände reingepackt habe, wie zum Beispiel Truhen, Ender-Chests, Öfen oder Crafting Table, was man halt alles so braucht zum Leben in Minecraft. Und ja, ich habe auch versucht, es gut abzuwiegen, nicht nur mit einem Ofen und einer Truhe. Das könnte man zwar machen, um das sehr klein zu halten, aber man möchte vielleicht auch komfortabel drin wohnen können für eine längere Zeit, wenn man sich verstecken muss oder so, weil es gerade Nacht ist. Und so welche kann man zum Beispiel als Idee überall auf die Map verteilen im Boden. Und da hat man immer überall so einen kleinen Unterschlupf, egal wo man gerade ist, wenn man gerade nicht ausgerüstet ist und überall Monster spawnen, Creeper und so weiter und so fort. Kann man sich da gut verstecken und auch drin leben. Also nicht nur hier, zack, zack, die Variante ist ein bisschen billig. Naja, dann zeige ich es euch einfach mal. Ich habe es da drüben dann aufgebaut, ich fliege mal kurz rüber. Von oben sieht man jetzt nichts, aber wenn man hier hinten hinkommt, das muss man glaube ich auch wissen, also das zu finden ist echt unwahrscheinlich. Und hier drunter ist so ein kleiner Knopf versteckt, wenn man den drückt, dann muss man recht schnell hier rüberlaufen. Und dann öffnet sich nach einer Weile hier so eine kleine Luke, zack, und man kommt direkt hier ins Geheimversteck. Hier drüben ist dann noch ein anderer Knopf, wenn man den drückt, kann man hier ganz gemütlich dann hochklettern, zack. Und dann kommt man auch wieder, ich will das jetzt nicht machen, aber dann kommt man wieder oben raus. Ich werde später noch erklären, wie genau das funktioniert. Ja, ich fällt vielleicht auf, dass hier sehr viele Öfen sind und es liegt ganz einfach daran, dass ich keine Blöcke verschwenden wollte. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier einen Holzblock hättet, dann wäre das ja ziemliche Verschwendung an Platz. Weil ein Holzblock bringt euch ja im Regelfall nichts, ein Ofen jedoch schon. Und ich wollte jetzt wirklich keine Blöcke verschwenden. Darum habe ich alles einfach mit Öfen ausgefüllt. Und Öfen kann man da nie genug haben. Wenn ihr jetzt aus der Mine kommt mit 4-5 Stacks Eisen, dann ist es immer gut, wenn man viele hat. Im Boden habe ich hier zwei große Truhen hingemacht, damit ihr auch ein bisschen was verstauen könnt. Darüber darf ja kein Block frei, darf ja kein Block sein, also habe ich die im Boden gestellt. Dann ist es gar kein Problem. Hier ist auch die Ender-Chest. Falls ihr eine andere Ender-Chest mitnehmt, könnt ihr halt da immer drauf zugreifen. Ist vor allen Dingen auch gut, wenn ihr mehrere Unterschlüpfe habt, könnt ihr das einfach in die Ender Chest tun. In jedem Unterschlupf habt ihr eine Ender Chest und da könnt ihr überall immer drauf zugreifen. Hier ist das Ganze mit den Tränkebrauen, habe ich sind der Braustand hier und der Wasser, das Wasserbecken. In der Mitte der Enchantment Table, hier an den Seiten ein paar Bücherregale, wo dann hier die ganzen Buchstaben reinfliegen. Dann könnt ihr bis Level, ich glaube 24 ist recht gut schon, 24 enchanten, mehr habe ich jetzt noch nicht bekommen. Ich denke, das ist ein ganz erreichbares Level. Man hat hier auch hier zum Beispiel 3, 11 und 24. Ich denke, das ist richtig gut, weil 24 viel mehr Level habt ihr nicht dabei im Regelfall. Und 11 und 3, wenn ihr weniger Level habt, wenn ihr 11 Level oder sowas um die Ecke habt, dann ist das ganz gut. Und hier 24, wenn ihr halt viel dabei habt. Ja, hier ist auch das Bett. Das funktioniert sogar, wenn ich mich reinlege. Dann kann man pennen und zack, es funktioniert auch. Hier drüben habe ich so eine kleine Kürbisfarm, Melonenfarm. Da wächst dann hier die Melone. Ich weiß nicht, warum der jetzt hier weg ist. Und da kann man sich auch ein bisschen Essen besorgen. Es ist nur kaputt gegangen, weil ich halt ein Creative bin. Ja, hier habe ich noch die Jukebox. Ich habe eine Fackel dran gemacht. Hier drüben kann man die, glaube ich, nicht dran setzen, weil sonst kommen da keine Buchstaben mehr raus. Auf die Öfen kann man die auch nicht setzen, weil da aktiviert man die immer, glaube ich. Und sonst ist hier kein Block mehr frei. Das hier ist nur ein Holzblock, weil ich den für die Leiter hier brauchte. Und mir fällt gerade auf, den Block hier könnte man, glaube ich, noch ersetzen durch einen Ofen. Aber ich glaube, ich habe hier wirklich genug drin. Hier ist noch der Crafting Table. Und ja, sonst ist das eigentlich alles, was ich hier eingebaut habe. Ich werde das jetzt mal hier einreißen und euch mal zeigen, wie das hier alles funktioniert. Ich habe hier hinten so meinen kleinen Technikraum. Über diesen Knopf hier aktiviert man den Redstone. Und es gibt dann einen Mechanismus hier frei. Und über diesen Mechanismus öffnet man da die Pisten. Ich erkläre das jetzt nochmal im Genauen. Hier drüben befindet sich die Pisten, die dann den Geheimunterschlupf hier öffnet. Ich reiße das mal alles ein hier. Genau, das öffnet hier den Geheimunterschlupf, indem es hier so einen Block wegzieht. Und die ist hier geregelt über diesen Kreislauf. Und ich zeige das mal hier hinten. Hier hinten ist der Knopf hinter diesem Stein. Dahinter ist das Wasserbecken. Ich setze mal hier einen Knopf hin. Ah, funktioniert das so? Genau. Wenn man das jetzt aktiviert, gibt es ein Signal an diese Repeater und über diese Repeater wird dann hier hinten die Pisten aktiviert.
Ich zeige das jetzt mal hier zwischen, weil wir ja nicht wollen, dass die Pisten ausgefahren ist. Okay, wie erkläre ich das am besten? Am besten setze ich hier hinten mal eine Piste hin, dann könnt ihr das besser sehen. Ah, Pisten, Pisten, Pisten. Hier zum Beispiel. Wenn wir das jetzt hier hinsetzen. Nein, so nicht. So, wenn wir jetzt hier eine Piste reinsetzen und das hier aktivieren. Dann müssen wir ein bisschen warten durch die Repeater. Ich glaube, das weiß jeder, wie die funktionieren. Dann öffnet sich die Pisten hier auf und zu. Wir wollen aber, dass die schon vorher ausgeklappt ist und sich dann einmal einfährt und wieder raus. Um halt die Luke einmal zu öffnen. Und dazu müsst ihr halt hier, ich weiß nicht, ob es da jetzt eine bessere Variante gibt, irgendeinen Block nehmen, den hinsetzen und dahinter einen Repeater, eine Redstone Torch. Und damit aktiviert ihr das halt und macht halt nur durch diesen kleinen, das Drücken des Knopfes, macht ihr es halt kurze Zeit aus. Also so ist es jetzt immer ausgefahren. Wenn ihr das dann hier drückt, wartet ihr kurz, stellt euch da drüber, halt über die Luke und dann wird es ganz kurz öffnen und wieder schließen. Ja, ich denke, das ist ganz selbstverständlich, wie das funktioniert. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, kann ich die gerne noch beantworten. Ansonsten kann man sich das eigentlich ganz gut selber aneignen, wenn man halt ein bisschen damit rumexperimentiert. So, und wenn ihr, das ist mein kleines Spezial Zusatzding, was ich hier eingebaut habe, nämlich der Selbstzerstörungsknopf. Das kann ich mal wieder zumachen hier, damit es ein bisschen ästhetischer aussieht. Wobei das gleich auch keine Rolle mehr spielt. Zack. Bauen wir das mal wieder zu hier. Wenn ihr euer Lager hier irgendwie verstecken müsst, weil irgendjemand kommt oder so und ihr habt sowieso zu viele Ressourcen, das muss man wegmachen vorher, weil Obsidian wird ja nicht durch TNT zerstört, dann könnt ihr den Selbstzerstörungsmechanismus aktivieren und seid ihr ziemlich tot. Ja, danach ist dann noch ein schöner Krater da. In Multiplayer-Servern ist es vielleicht nicht so angebracht, das zu machen, weil, ja, ihr könnt es euch denken, sieht nicht besonders schön aus, wenn ihr so einen Krater in der Welt habt. Ja, ansonsten war es das für das Video. Viel mehr gibt es jetzt von mir aus nicht zu sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, schickt mir eine persönliche Nachricht. Auf Skype bin ich auch öfter zu erreichen. Ansonsten war es das für das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.